Liam Neeson ist mittlerweile der König der Telefonate. Auch wenn er in Ruhe in Frieden vielleicht weniger telefonieren muss. Wir haben also einen neuen Mitspieler. Widmen wir uns diese Woche trotzdem den interessantesten Telefonanrufen. Platz 5. Stirb langsam 3. John McClane ist eigentlich besser mit der Waffe in der Hand. Doch im dritten Teil der Stirb-Langsam-Reihe hat der gute John öfter den Telefonhörer in der Hand. Schließlich schickt ihn Gangster Simon auf eine Schnitzeljagd quer durch New York City. Mit teilweise echt fiesen Rätseln. An dem Springbrunnen sollten zwei Kanister stehen. Ein 5-Gallonen- und ein 3-Gallonen-Kanister. Füllen Sie einen der Kanister mit exakt 4 Gallonen Wasser und stellen Sie ihn auf die Waage. Dann stoppt der Zeitzünder. Zum Glück hat Bruce Willis Samuel L. Jackson dabei. Der kann helfen. Wenn Sie in 5 Minuten noch leben, unterhalten wir uns weiter. Hey, Moment, warten Sie! Platz 4. Tropic Thunder. Les Grossman ist ein schmieriger und knallharter Produzent, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Also wirklich nicht. Fick dir in deine Scheißfresse! Selbst wenn er die Kidnapper seiner Filmcrew am Apparat hat, faltet Grossman die am Telefon noch zusammen. Ruf lieber gleich die Vereinten Nationen und erwirk eine Resolution, die mich davon abhält, zu dir zu kommen und dich durch den Wolf zu drehen. Ich rede von verbrannter Erde, du Hühnerficker! Ich werde dich massakrieren! Und dann scheiß ich dir in den Kopf! Noch besser als Tom Cruise Tiraden am Telefon ist sein Tänzchen am Ende von Tropic Thunder. Platz 3. Scream. Sie möchte nur Popcorn machen und einen Horrorfilm schauen. Hello? Yes? Who is this? Doch als dann das Telefon klingelt, ist es für Drew Barrymore in Scream schon zu spät. Was als scheinbar harmloses Gespräch beginnt, wird schnell zum Albtraum. You like scary movies? Aha. What's your favorite scary movie? I don't know. Man sollte in einem Horrorfilm eben nicht ans Telefon gehen. Platz 2. 96 Hours. Brian Mills ist ein Mann, den nichts aus der Ruhe bringt. Selbst als seine Tochter entführt wird, verzieht der Mann keine Miene und schwört dem Entführer gleich selbst am Telefon bitterböse Rache. Falls Sie auf Lösegeld aus sind, kann ich Ihnen versichern, ich habe kein Geld. Aber was ich habe, sind einige ganz besondere Fähigkeiten. Fähigkeiten, die ich mir im Laufe vieler Jahre angeeignet habe. Fähigkeiten, die mich zum Albtraum machen für Leute wie Sie. Und wenn Brian Mills das sagt, dann wird es auch genau so kommen. Der Mann lügt eben nicht am Telefon. Ich werde sie finden. Und ich werde sie töten. Platz 1. Jerry Maguire. Da findet Tom Cruise zum zweiten Mal seinen Weg in diese Top 5. Und auch dieses Mal schreit er mit voller Inbrunst ins Telefon. Führ mich zum Schatten! Diesmal allerdings, um Cuba Gooding Jr. zu beeindrucken. Ich liebe meine schwarzen Brüder! Hier ist dein Lieblingswichser, Jerry! Sie sind mein Lieblingswichser! Was wirst du tun, Jerry? Führ mich zum Schatten! Alles für den Kunden. Das ist doch mal Einsatz.